Niemals genug. Rückkehr nach über einem Jahr. Evander Holyfield, das Opfer eigener Irrationalität, besessen von einer fixen Idee. Ich musste in mich gehen und mich fragen, warum kämpfst du eigentlich? Ist es das Ego? Welchen Sinn hat das alles? Die Antwort ist natürlich, dass ich unumstrittener Weltmeister werden will. Realitätsverlust bei The Real Deal, seine Erfolge einzigartig, der Traum von der Krönung der Karriere erscheint jedoch utopisch. Holyfield kann einfach nicht loslassen. Menschen können selbst entscheiden, was sie machen wollen. Ich habe das Boxen gewählt. Ich liebe es zu boxen und möchte meine Karriere positiv beenden. Zwei Jahrzehnte Profiboxen haben Spuren hinterlassen. Im Ring wurde das zuletzt überdeutlich gegen James Toney. Obwohl äußerlich fit, Holyfield nach Ansicht aller Experten überfordert. Wenn ich mich immer nach den sogenannten Experten gerichtet hätte, hätte ich schon als Kind aufhören können. Sogar als ich schon erfolgreich war, hat man noch an mir rumgezweifelt. Aber ich lasse mir nicht in mein Leben reinreden. Lebensinhalt Schwergewichtsboxen. Wer zu spät aufhört, bezahlt oft mit seiner Gesundheit. Doch Holyfield macht das offenbar keine Angst. Warum soll ich davor Angst haben? Ich habe von den Erfahrungen anderer Boxer eine Menge gelernt. Zum Beispiel, dass man herausfinden muss, woher Verletzungen im Ring kommen. Ob vielleicht ein unsolider Lebenswandel dahinter steckt. Ich achte sehr auf meinen Körper und meinen Lebenswandel. Das gehört zu diesem Geschäft. Zum Geschäft gehört auch, dass wieder mal eine lebende Boxlegende ihre Reputation aufs Spiel setzt. Für noch mehr Ruhm und Geld. Was heißt schon Reputation? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Die Leute sagen, dass ich zuletzt nicht gut ausgesehen habe. Ich sage, im Rückblick habe ich viel öfter gut als schlecht ausgesehen. Was heißt also Reputation? Der Punkt ist, ich habe trainiert, um weiter gut zu boxen. Das können die Leute akzeptieren, oder nicht? Niemals genug. Entschlossen ist der Boxwelt noch einmal zu zeigen. Falscher Stolz und übertriebener Ehrgeiz. Vielleicht die schwersten Gegner in der großen Karriere des Evander Holyfield. Gleich gilt es für Evander Holyfield. Wenn er noch einmal zurück möchte, ganz nach oben, dann muss er heute definitiv klar gewinnen gegen Larry Donald, einen Ringveteran, der selber nur dreimal verloren hat und das auch nur gegen gute Konkurrenz. Zuletzt, Sie erinnern sich vielleicht, gegen Vitali Klitschko in Dortmund. Tobias Drews ist unser Kommentator am Ring und vielleicht weiß er ja schon ein bisschen mehr, wie dieser Kampf ausgehen wird. Vielleicht kann sich Larry Donald ja nach diesem Fight gegen Holyfield seinem Hobby widmen. Das hat er nämlich angekündigt. Sollte er in Boxrente gehen, dann wird er malen. Oder vielleicht spielt er auch eine Rolle im Schwergewicht. Denn da ist ja zurzeit alles möglich. Oder Tobias Drews? Ja, wenn man da reinhört in die Aussagen von Evander Holyfield, dann verwundert das ja schon ein wenig. Er sagt also, das ist möglicherweise der wichtigste Kampf seiner Karriere. Und das bei einer Karriere, die ja so viele Höhepunkte hatte. Naja, es geht natürlich auch um die Zukunft und da muss man ja ein bisschen aufs Alter schauen. Und da stellt man dann schnell fest, die beiden, Holyfield und Donald, sind zusammen immerhin schon 79 Jahre alt. Also da muss es nun wirklich relativ schnell gehen. Warum tut der 42-jährige Evander Holyfield sich das eigentlich an? Die Antwort dafür ist zum Glück schnell gegeben. Sie hat nichts mit Geld zu tun, denn er ist finanziell komplett unabhängig. Er will wirklich unbedingt nochmal Weltmeister im Schwergewicht werden. Dann hat er natürlich wirklich Geschichte geschrieben. Keine Frage. Also wenn man aufs Papier schaut, dann muss man sagen, es wird ein interessanter Kampf. Es ist ein Kampf, wo man erleben muss, was kann Evander Holyfield noch rausholen und was hat sein neuer Trainer möglicherweise damit zu tun. Das ist also der Kampf, den wir hier erwarten. Evander Holyfield gegen Larry Donald. Und hier sieht man die beiden schon mal in der Gegenüberstellung. Larry Donald also 3 Zentimeter größer
Er hat ein paar Kilogramm mehr auf den Hüften. Holyfield im Kampf gegen James Toney, da waren es 99 Kilo. Also er hat wieder ein bisschen abgenommen. Ist das schon ein Zeichen, dass er möglicherweise doch noch mal besser trainiert ist? Ein Blick auf die Regeln. Es wird nicht im Stehen angezählt. Drei Niederschläge in einer Runde bedeuten nicht automatisch das Kampfende. Und nur der Ringrichter kann den Kampf stoppen. Alles Weitere dann, wenn es im Kampf dazu kommt. Interessanterweise ist das ja auch ein Titelkampf, ein kleiner Titelkampf. Es geht um den Gürtel des North American Boxing Councils, einen Ableger des World Boxing Councils. Larry Donald auf dem Weg zum Ring, der Mann aus Cincinnati. 37 Jahre also, 41 Siege, 3 Niederlagen, 2 Unentschieden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hoffe, Ihnen geht es wie uns hier am Ring, wenn man sich überlegt, was für große Kämpfe der abgeliefert hat. Und wenn man ihn so zum Ring kommen sieht, mit diesem Tunnelblick, dann hofft man ja doch. Man drückt ihm ja die Daumen, dass er es doch noch mal schaffen kann, irgendwie die Zeit zurückzustellen, der Boxoper. Vielleicht klappt es heute schon und es gibt diesen überzeugenden Sieg, den er bräuchte. Und der aus uns allen dann vielleicht wieder Leute machen würde, die an ihn glauben wollen und können. Michael Buffer. Welcome to Madison Square Garden, New York City, USA. Where tonight, Mr. Don King and Don King Productions is proud to present the battle for heavyweight supremacy. Brought to you in association with Madison Square Garden and Nemiroff, sanctioned by the New York State Athletic Commission, Chairman Ron Scott Stevens, Commissioner Jerome Becker, Executive Deputy Commissioner Hugo Spindola, and Deputy Commissioner Bob Manji. The three judges at ringside that will be scoring this first contest are Bob Gilson, Wayne Kintz, and Melvina Lathan. And when the bell rings, the referee in charge of the action, Mike Ortega. And now, ladies and gentlemen, on the line, the vacant NABC title, 12 rounds of boxing in the heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white, official weight, 226.5 pounds. Professional record, 41 victories, including 24 knockouts, with 3 defeats and 2 bouts even. From Cincinnati, Ohio, the former NABO and WBC America's champion, Larry the Legend Donald. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing purple, official weight, 215.5 pounds. Professional record, 58 victories, including 25 knockouts, with 7 defeats and 2 draws. From Atlanta, Georgia, presenting the 4-time heavyweight champion of the world, Evander Real Deal Holyfield. Genau
genau 20 Jahre, die zwischen dem Profidebüt von Evander Holyfield und dem Kampf heute liegen. Das war damals am 15. November. Want a good clean fight? Protect yourself at all times, obey my commands at all times. Touch him up, good luck to both of you. Und gute 13 Monate seit dem Kampf gegen James Toney, wo er in der 9. Runde entscheidend verlor, sich danach auch von seinem Trainer Don Turner trennte, weil er gesagt hat, wenn der nicht mehr an mich glaubt, dann macht das keinen Sinn. Er hat sich zusammengetan mit Ronnie Shields, mit dem war er früher schon mal im selben Trainingscamp. Der war dabei, als Holyfield Weltmeister wurde. Ist ein ganz erfolgreicher Trainer, auch mit anderen Boxern geworden. Vernon Forrest unter anderem. Und zuletzt war er auch mal Kurztrainer von Mike Tyson. Also der sagt, man kann aus Holyfield noch einiges rausholen. Und wir haben vor allen Dingen erstmal die Defensive noch mehr verbessert. Und Larry Donald sagt, das wird ihm alles nichts nützen. Ich habe auch einen neuen Trainer, Colin Morgan. Und der hat mir gesagt, ich muss viel mehr schlagen, als ich das zuletzt getan habe. Und dann kann ich mit meiner guten Beinarbeit diesen Evander Holyfield ins Leere laufen lassen und das so ähnlich machen wie James Toney vor mir. Also die Boxtechnik will er mir einsetzen, Larry Donald. Die entscheidenden Kämpfe seiner Karriere hat er verloren. Weggerutscht von Holyfield. Jawohl, wird nicht als Niederschlag gewertet. Mike Ortega, auch wenn man da schon den Kollegen gehört hat, der da mitzählt. Zeitnehmer. Hat da viel in diesen Schlag hineingelegt und ist dann mit der eigenen Wucht hinterhergefallen. Sowas sieht man manchmal in den späteren Runden, wenn die Müdigkeit dazu kommt, aber selten gleich in Runde 1. Holyfield versucht sich ranzuschieben, versucht zum Körper zu kommen. Und Donald muss natürlich versuchen, die lange Distanz zu beherrschen. Er hat eine gute Führhand. Wartet da auch ein bisschen auf die erste Aktion von Holyfield. Er will, dass er in die Schläge hineinläuft. Wieder wild die Rechte von Holyfield. Sah gut aus. Schlägt er die viel seltener als hier schon in der ersten Runde. Also er glaubt hier womöglich wirklich mehr an seine Chance, als das in den großen Kämpfen, die er vorher hatte, der Fall war. Gegen Riddick Bowe zum Beispiel, wo er fast gar nicht geboxt hat und am Ende noch Punkten verlor. The Gulf Council and the Asian subcontinent, all of those will be a part of the program that will be coming in tonight, and we will be dealing with what's coming next year. We've got great shows in store for you, and I want to let you know that in January, Mormack will be taking on Braithwaite, and we got Zab Judah that will be fighting Corey Spink for a rematch for the undisputed welterweight crown. We're going to have a lot of excitement on King Vision. Be there. We want you to join us. And we want to say thank you to Sheikh Mohammed, the Prime Minister of Dubai, and Sheikh Mohammed, the Defense Minister. We'll be there to see you too.
Und dann drücken wir ihm doch dafür einfach auch die Daumen. Zweite Runde. Auch 12 Runden angesetzt im Schwergewicht. Evander Holyfield rechts im Bild, Larry Donald in der weißen Hose. Das Ganze nennt sich NABC-Titel, also nordamerikanische Meisterschaft. Gute Aktion wiederum von Larry Donald. Ronnie Shields, also wie gesagt, war zu Beginn der Holyfield-Karriere schon dabei. Das war noch in der Zeit unter George Benton. Ja, vielleicht ist das ein Zeichen, dass Holyfield die alten Zeiten sich ein bisschen zurückwünscht. Wird wieder gut getroffen, die Links-Rechts-Kombination. Gute Schläge, gute Treffer von Larry Donald. Wählt sich wieder ran. Von Larry Donald. Der Spitzname von ihm, The Legend, den konnte er noch nicht wirklich unter Beweis stellen. Eine Legende hat sich da noch nicht herausgebildet. Er will auch ein bisschen seine Konter hier ins Spiel bringen, Larry Donald. Und er merkt, da kommt wenig von Evander Holyfield. Disziplin gefehlt früher bei Larry Donald, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Der hat ja eigentlich eine Menge von den Werkzeugen, die man brauchen kann, um nach oben zu kommen. Gute Beinarbeit eigentlich, gute Boxtechnik, ihm fehlt die Schlagkraft zwar, aber er hat auch ein gutes Kinn und kann einiges wegstecken. Aber hat immer zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht. Hier bei ihm Colin Morgan und der Cutman Yaya Kaysen. Leichte Schwellung da am unterm linken Auge, aber die hat er auch schon vor dem Kampf gehabt. Ja, du musst jetzt mal tief durchatmen und dann musst du rangehen und du musst mehr Kombinationen schlagen. Sonst sieht das hier schon übel aus, sagt Ronnie Shields. Und bei Larry Donald, da sagte Colin Morgan, geh ein bisschen mehr zur rechten Seite auch raus, dann läufst du immer besser und du machst den Weg länger für Holyfields Rechte und dann wird er noch weniger treffen. Jetzt mal guter Versuch mit der linken Hand von Holyfield. Der weiß, er muss mehr machen. Der will auch mehr machen. Aber er darf nicht zu offen nach vorne gehen. Gute Aktion. Jetzt kommt Holyfield.
Jetzt hat er sich der Eindruck verschafft, Respekt verschafft bei Larry Donald. Da wird ein bisschen zurückhaltender mit den Aktionen. Langsam wieder. Gut zum Körper. Holyfield braucht auch viele Ruhepausen zwischendrin. Da kommen mal 25, 30 Sekunden Aktionen und dann wieder längere Zeit nichts. Die Rechte nicht vor dem Ziel von Larry Donald. Wenn Donald diese Ruhepausen von Holyfield häufiger mal mit seiner Führhand untermalen würde, um mal bei seinem Hobby zu bleiben, dann würde er sich hier leichter tun und die Runden möglicherweise auch sicherer gewinnen. Gute Aktion von Donald. Also gut zu Beginn die Runde von Holyfield und dann hat er wenig gemacht. Und möglicherweise haben die Aktionen von Larry Donald zum Ende oder eigentlich dann die letzten guten zwei Minuten dazu beigetragen, dass er die Runde doch noch hat gewinnen können. Also kannst du nicht auf diesen einen Schlag verlassen. Darauf haben wir auch nicht hintrainiert, sondern wir haben darauf hintrainiert, dass du ihn beherrschst. Das sagt Ronnie Shields zu Holyfield und da kann man ja zwischen den Zahlen rauslesen, dass er nicht gerade sondern nicht zufrieden ist. Colin Morgan. Links im Bild, Cheftrainer auch von Cruisergewichts-Weltmeister Wayne Braithwaite. Also weiterhin ihn berühren, ihn treffen mit der linken Hand, mit der Führhand. Ja, und dieser Colin Morgan, ein neuer Trainer, der neue Trainer. Für ihn auch der erste Kampf mit Larry Donald. Mit dem Kopf, da gab es vorher auch immer viele Gespräche. Da wurde viel erzählt und auch mit dem Ringrichter diskutiert, dass man aufpassen möge. Holyfield hat ja eine Historie, nicht immer der ganz sauberste zu sein. Da kommt ab und zu mal ein Kopf mit rein oder ein Ellbogen verrutscht ein wenig genau aufs Auge des Gegners, zufällig. Und natürlich ist das im Infight deutlich gefährlicher, als wenn Larry Donald seine langen Arme ausnutzen würde. Bringt die Rechte gut rein. Also kann da auch variieren, nicht nur mit der Führhand beginnen, sondern auch die Rechte mal ansatzlos als ersten Schlag nehmen. Thank you.
Put him up. Kein Pflaster links da an der Schulter von Larry Donald, sondern da hat sich was aus einer Ringecke gelöst vom Werbeschild und das klebt dann nun. Also für mich liegt zum jetzigen Zeitpunkt Larry Donald deutlich nach Punkten vorne. Und so überzeugend, wie Holyfield das machen wollte, kann es eigentlich schon gar nicht mehr werden. Kasim Rockman macht sich warm. Ach, er hat einen neuen Trainer, tritt heute an gegen Carly Meehan, den Mann, der in Neuseeland geboren wurde, der jetzt in Australien lebt und der ja einen guten Kampf hingelegt hat gegen Lyman Brewster. Und da gab es nicht wenige, die gesagt haben, er hätte den Kampf eigentlich gewinnen müssen. Aber die Punktrichter haben es anders gesehen. Und Rockman sagt, ich bin in der besten Form seit langem. Phil Torrance, ein neuer Cheftrainer. Aber mal hoffen, dass da auch wirklich was passiert und dass man sieht, dass sich dieser Rockman wieder gefangen hat und dass er neu erstarkt wieder da ist. Das kann ja nicht schaden. Zurzeit könnte es nicht schaden, wenn es mal wieder ein paar Schwergewichter gibt, die wirklich dominieren und dass da auch was Dominierendes nachkommt. Die fünfte Runde. Der Donald setzt dann nach. Also das sind alles so Sachen, das hat man selten von ihm gesehen. Da fehlte ihm immer ein bisschen der Mut oder das Selbstvertrauen oder war das vielleicht dann mal die Rechte von Holyfield, die nochmal durchkamen. Aber hier arbeitet er wirklich sehenswert. Gute Fürhand, gute Rechte, setzt dann nach, trifft wieder und nochmal die Fürhand. Er hat nicht die größte Schlagkraft, nur 24 K.O.s bei 41 Siegen. Aber er wird auch zu häufig getroffen, Evander Holyfield, auch wenn er hier ja vorher gesagt hat, er wird es nochmal allen zeigen. Wieder schöne Aktion. Die von Ronnie Shields geforderten Kombinationen, die kommen nicht. Zumindest nicht von Holyfield. Immer nur mal ein Schlag. Oder auch nur der Versuch eines Schlages hier wieder. Aber der war nicht im Ziel. Gut abgefangen da von Larry Donald. Gemacht von Holyfield, da war auch die Schnelligkeit mal wieder drin.
Ja, wenn du dran bleibst und wenn du weiter arbeitest, dann wirst du ihn K.O. schlagen, aber du gibst ihm dazwischen drin zu viel Selbstvertrauen, der kann sich ja richtig an dir aufbauen. Und häufiger die Führhand schlagen und möglicherweise auch nur auf die Brust, das würde reichen, einfach nur um zu treffen und dem Gegner den Rhythmus zu zerstören. Don't go to sleep and wait for him to do anything. You do it, you just keep doing it. As long as you're walking and you're hitting him, keep hitting him. Don't stop and wait for him to try to hit you, all right? Come on. Pick it up, that's wrong. More punches. Okay. Well enough, Larry. Kann er nochmal zulegen, Larry Donald, oder gibt es jetzt möglicherweise konditionelle Mängel? Die letzte war seine schwächste. Die fünfte. Von Donald, der ja gar nicht mit so viel Härte durchkommen muss. Er sammelt hier gute Punkte, bringt nochmal die Rechte unter, haben die Körpertreffer da möglicherweise Holyfield ein bisschen wehgetan. Sprungen. Die Kombination von Donald. Gut abgefangen. Holyfield wieder mit dem Versuch, da über außen ranzuspringen. Und da nimmt Donald jetzt seine Hände häufig gut hoch. Aber da kommt dann nichts durch. Schöne Kombination wieder. Ohne große Kraft, aber die dritte Hand war dann gut im Ziel. Noch 20 Sekunden in der sechsten Runde. Immer wieder gut durch, Larry Donald. Wiederum eine gute Runde von ihm. It's your choice, man. The seventh round. I'm getting a swelling. Stay away from that. Stay on the outside, alright? Mach genauso weiter, bleib draußen stehen. Schön auf der langen Distanz und dann arbeite mit diesen guten Schlägen. Die linke kommt gut, die rechte hinterher. Dann versucht er den linken Haken noch ins Ziel zu bringen, weil er weiß, der Holyfield, der duckt sich ab. Hier geht er schön raus, klasse. Und zweimal die Führhand. Sehr gute Vorstellung von Larry Donald. Runde 7. Und jetzt hat auch Evander Holyfield ein bisschen was am Rücken kleben.
Das dürfte ein M sein. Und das fehlt hinten an der roten Runden. Holsterung. Gute Rechte. Der wilde Versuch und von sowas darf Donald sich nicht treffen lassen. Wieder. Diesmal nicht im Ziel. Wieder gute Treffer von Donald und zwar nicht nur eine Hand, sondern er bringt auch noch die zweite gleich hinterher. Schubst ihn wieder weg. Also auch taktisch eine kluge Leistung von Larry Donald. Guter Versuch zum Körper. Holyfield lässt sich noch mal ein bisschen was einfallen. Da waren zwei, dreimal die Rechte im Ziel. Die Frage ist, wie schnell kommt Donald hier darauf, dafür ein Mittel zu finden. Das ist ein bisschen zu lange gewartet, sagt Colin Morgan, da muss mehr machen. He's doing nothing. He's waiting on you. And you just waiting. Don't wait. Just beat him, man. Okay. He's doing nothing. Just keep bang, bang. Just turn and turn. Don't get no clinch. You need a clinch with this guy. All right? Beat him up. Beat him up. Come on, man. Both hands go. You understand? The guy, you think he's brave now. You understand? Now you can hit him. But you gotta step behind the jab. Er wird langsamer, sagt Ronnie Shields und meint Larry Donald. Come on, man. Work to overcome it. Come on, man. You gotta work that your whole life. Work to overcome it. Muss schon von allen Seiten auf ihn eingeredet werden, jetzt das Richtige zu machen. Achte Runde. Noch 12 Runden angesetzt. Ja, weggestolpert. Und die Rechte. Wieder der Versuch, mit dem Einzelschlag durchzukommen.
Er geht gut hinterher. Wartet ab, schaut genau, bringt die Rechte. Aufpassen auf den Kopf, sagt Michael Ortega. Versuch mit der rechten, aber wie groß ist da wirklich noch die Hoffnung bei Holyfield, dass er das hier rumreißen kann? Weltmeister werden, Weltmeister aller Verbände werden. Also die 2004er Version von Holyfield ist diesem Schritt auch nicht näher gekommen. Zufrieden, da gibt es ein paar Buhrufe. Vielleicht hoffen sie, dass Holyfield da noch mehr auf eine Karte setzt, aber der wird auch merken, er will sich hier natürlich keinen Volltreffer fangen. Okay, now you know this, right? Okay, look. Evander, keep the jab in the chest. Stepping up, stepping up. And when you get close, fire the punches. Let both hands go, okay? Erzählt ihm jede Runde genau das mit dieser Führhand und so weiter, aber Holyfield macht das nicht und er hat es noch nie umgesetzt in keiner Runde. Statistiker, die da mitgezählt haben. 60 Schläge in der letzten Runde von Donald und nur 15 von Holyfield. Und jetzt geht es genauso weiter in der 9. Runde. Wieder gute Schläge von Donald. Und immer wieder die Links-Rechts-Kombination durch. So leicht zu treffen wie selten zuvor in seiner Karriere, Evander Holyfield. Also wenn das die verbesserte Defensivtaktik sein soll, die verbesserte Defensivarbeit, dann nun wirklich gute Nacht. Das Problem ist ja, wenn er gewinnt, dann sagt er, na, ich habe es ja noch mal allen bewiesen. Und ich bin auch gut, denn sonst hätte ich ja nicht gewonnen, also kann ich auch weitermachen. Und wenn er verliert, dann sagt er, na, so kann ich nicht abtreten. Dafür war meine Karriere zu gut, zu schön, da muss ich nochmal ran. Mitgenommen. Wobei das so ein bisschen auch aussah, als ob er schlecht stand. War nicht nur Schlagwirkung, aber es passt ins Bild. Thank you.
Wieder der eine Handschuh dazwischen von Larry Donald. Wieder gute Kombination und gute Treffer. Also ich fand es eine gute Entscheidung im letzten Kampf von Don Turner, der dann irgendwann auch mit dem Handtuch hochkam. Auch wenn hier nochmal die rechte von Holyfield ins Ziel kam. Ein einsamer Treffer. Carly Meehan, auch den werden wir ja gleich sehen. Im Kampf gegen Azeem Rockman. Und da haben beide einen K.O. angekündigt. So, was ist da los? Im Hintergrund schon der Ringarzt, der mal schaut. Ja, wenn man einmal voll trifft und der Gegner wenigstens wackeln würde, dann hätte man ja zumindest noch das Gefühl, man kann das nochmal mit einem guten Treffer dann zum Ende bringen. Aber hier, da war die rechte und die war gut, aber hat dann sich einmal kurz gefangen, den Mund abgewischt und dann gezeigt, Larry Donald, dass da keine große Wirkung erzielt wurde. Die 10. Runde, 12 Runden sind hier angesetzt. Es geht um den vakanten Gürtel der NABC, North American Boxing Council. Also der kleine Ableger des World Boxing Councils. Da hat sich also eine neue Untergruppe formiert. Jetzt trifft er und jetzt wackelt er. Wackelt Larry Donald. Das Publikum spürt, das könnte die Chance sein von Evander Holyfield. Verlor in der 10. Runde gegen Vitali Klitschko, Larry Donald. Jetzt auf einmal kommt Holyfield und das Publikum feuert ihn an. Würde vielleicht noch gerne ein bisschen mehr machen, aber jetzt fehlt natürlich auch bei Holyfield die Kraft. Aber er ist doch noch mal durchgekommen. Und immer wieder das alte Holyfield-Problem, ein-, zweimal geht er noch auf in der Runde, meistens nur einmal, aber danach ist dann nichts mehr zu holen. Runde von Evander Holyfield auf jeden Fall. Und wenn Donald vielleicht doch noch den entscheidenden Fehler macht und sich noch mal so voll treffen ließe, dann geht ja doch noch was. You gotta stay up close. You gotta keep jabbing him in the chest. How you feeling, man? Look, lift your left hand.
Der Arzt wieder bei ihm und wird nochmal gesprochen und sein Trainer Ronnie Shields, der fordert den K.O. Weil er weiß, nach Punkten kann das nicht mehr gehen. Die Kollegen vom amerikanischen Fernsehen HBO, die haben ihn hier praktisch in jeder Runde vorne. Hier, die rechte. Die war's. Oben an die Schläfe und da war er mitgenommen. Aber eben nicht mitgenommen genug. Jede Runde für Larry Donald haben die US-Kollegen gewertet. Und da waren jetzt eine, zwei, vielleicht drei Runden, die man an Holyfield hat geben können. Ansonsten muss man damit konform gehen. Also nach Punkten kann er nichts mehr anbrennen eigentlich für Larry Donald. Aber wie viel von diesen Rechtshändern könnte er sich einfangen? Ohne dass er Wirkung zeigt und ohne dass er möglicherweise doch zu Boden muss. Versuch mit der rechten, ja, was einmal gut geklappt hat, muss nicht jedes Mal funktionieren. Und die rechte nochmal. Er weiß jetzt, was er zu tun hat, Larry Donald. Macht das auch gut, schaut dann wieder, wartet auf Angriffe von Holyfield. Die rechte schon ein bisschen mit Verzweiflung. Wie gesagt, vor gut 20 Jahren das Profidebüt von Evander Holyfield. Niederlagen gegen Vitali Klitschko, gegen Kirk Johnson und gegen Riddick Bowe. Das liest sich nicht so übel. Und noch 4 Minuten, wenn man die Pause dazu rechnet, trennen ihn vom vielleicht wichtigsten Sieg. Einen Sieg über Evander Holyfield. Came up and stabbed this guy. He can't do nothing. Why are you waiting? He's a heavyweight. Take this guy hard, man. Bang him. Take him out. Can't do any shit. Come on. You have to keep stepping with the jab. Do you still believe you can win this fight? You believe it? Yeah. You gonna throw punches this round, buddy? Glaubst du immer noch, dass du den Kampf gewinnen kannst? Ja, ich glaube dran. Bring das Ding nach Hause. Kein unnötiges Risiko, sagt man in der Ecke von Larry Donald. Tänzeln und er bringt die Kombination
ins Ziel, die Links-Rechts-Kombination. Und auf der langen Distanz kann ihm eh nichts passieren. Da braucht Holy viel zu lang, um ranzukommen. Es wird ja nicht im Stehen angezählt. Und deshalb, wenn jetzt Larry Donald beispielsweise wirklich eine richtig gute Kombination schlagen würde, so 7, 8, 9, 10 Hände vielleicht, dann könnte sich der Ringrichter, der schon häufiger in der Ecke bei Holyfield vorbeigeschaut hat, auch genötigt fühlen, dazwischen zu springen. Steht noch eine Minute auf dem Programm. Treffer von Holyfield, zwei gute Treffer von Donald. Ja, da wollte er nochmal sein ganzes Gewicht reinschmeißen, Holyfield. In der Hoffnung, dann nochmal zu treffen. Ein klarer Punktsieg für Larry Donald. Also das muss der Sieg sein für Larry Donald, keine Frage. Deutlicher Punktsieger über Evander Holyfield, der hat das gut gemacht. Er hat geschickt gearbeitet, mit der Führhand gearbeitet, mit der rechten häufig durchgekommen. Klasse. Das sieht zwar gut aus, ungezeichnet, Evander Holyfield, aber er hat einige von diesen Schlägen deutlich gespürt. Ja, der etwas Jüngere hat also den Kampf für sich entschieden. Ist neuer NABC-Titelträger. Mal sehen, was man da zukünftig von ihm erwarten darf oder was Don King für ihn da bereithält. Ob er auch um einen WM-Gürtel antreten soll, der Larry Donald. Also auf jeden Fall hat sein neuer Trainer Colin Morgan da ganze Arbeit geleistet. So gut hat man Larry Donald selten gesehen, vielleicht noch gar nicht gesehen. Schmeckt er schon zu dem einen Reporter hier, der dann immer die Zettel bereitet für alle anderen. Also da geht immer einer in den Ring, der kriegt dann alles gesagt, schreibt das auf und setzt sich dann zu den ungefähr 60, 70 Journalisten, die hier sind, und erzählt das dann weiter. Dann müssen da nicht alle an den Ring stürmen. Bob Gilson, Wynn Kintz und Melvina Lathan, das sind die drei Punktrichter. Zwei Herren, eine Dame, die hier den Kampf gewertet haben, alle übrigens aus New York.
da wird anscheinend doch noch länger gerechnet. Und Holyfield wird nachdenken, ob er wirklich weitermachen soll. Das offizielle Urteil, Michael Buffer. Melvina Latham has it 119-109. Wynn Kent scores it 119-109. And Bob Gilson 118-109. All to the winner by unanimous decision. Larry the Legend Donald. Also nicht ganz so deutlich wie die Kollegen vom amerikanischen Fernsehen, aber deutlich genug. 2x10, 1x9 Runden Vorsprung für Larry Donald. Eine ganz klare Sache und da kann man auch nicht mal geteilter Meinung drüber sein. Das war eine Vorführung und Evander Holyfield sollte nun wirklich auch ein bisschen mehr auf die Leute hören, die ihm schon häufiger gesagt haben, er möge doch möglicherweise über sein Karriereende nachdenken. Das war eine große Karriere, aber die neigt sich nun mal wirklich ihrem Ende zu. Also der neue NABC-Titelträger im Schwergewicht heißt Larry Donald. Der deutlich mehr Schläge losgefeuert hat und auch mehr ein Ziel brachte. Eine gute Leistung, der 42. Sieg. So, jetzt hören wir mal rein ins Interview. You got to be pleased with this. Well, you know, first of all, I'd like to take time out to thank God and Don King, HBO, pay-per-view. Dankeschön an alle, die mit dem Sieg hier zu tun hatten, also Don King natürlich und Fernsehsender, der liebe Gott etc. Aber die Frage war, die Rechte kamen gut durch von Ihnen, war das Ihr erklärtes Ziel, ja? Mit meinem neuen Trainer Colin Morgan war das genau die Taktik. Die Rechte akkurater ins Ziel zu bringen, genauer zu treffen. Und dann sind sie herausgegangen und haben da wirklich auch ein hohes Tempo vorgelegt. Ja, das war die Idee. Man wusste halt, Holyfield ist natürlich ein großer Fighter, also muss man da was tun. Evander is a great champion. I did what I had to do to win. Now be honest now. What did you see last night in Evander? I don't want to take anything away from what you did tonight. But what did you see last night? Frage: Wie gut schätzen Sie diesen Evander Holyfield noch ein, ohne Ihren Sieg da jetzt in Abrede stellen zu wollen? Aber der ist ja nicht mehr der Alte. When you consider, you know, guys like yourself, you know, you still look good and everything. But you know, guys like you. You mean with me with my gray hair? Evander ist wirklich ein Krieger und der. Und deshalb war das wirklich ein starker Gegner und da kann man jetzt auch nicht so schlecht reden. Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal einen WM-Kampf kriege und hoffe, dass mein Manager Don King dafür sorgt. Also so viel von Larry Donald, der natürlich zufrieden ist, der hervorragend geboxt hat mit seinem neuen Trainer Colin Morgan. Also sein 42. Sieg. Es bleibt bei 3 Niederlagen, es bleibt bei 2 Unentschieden. Dieser kleine Gürtel hilft ihm nicht viel weiter, aber ein bisschen schon. Nämlich dahingehend, dass man sagen kann, er kann bald um einen WM-Gürtel boxen. Dafür wird Don King dann sorgen und sorgen müssen. Und vielleicht ist da also Lehman Brewster derjenige, gegen den man dann antreten will und antreten wird. Ja, ich meine, da war ein harter Kampf. Ja, sehr harter Kampf. Ich habe gemacht, was ich konnte. Ja, ich habe halt nicht alles das umsetzen können, was ich machen wollte. Ist Ihr Tank leer? Der Stil von Larry ist halt einfach schwieriger und ich habe halt einfach den falschen Gegner ausgesucht zur falschen Zeit. In life you have setbacks.
Ja, man hat halt Rückschläge im Leben, von daher ändert sich nichts an meiner Hoffnung, es nochmal ganz nach oben zu schaffen. Da sind vierfacher Weltmeister im Schwergewicht. Was müsste man denn machen, um überhaupt nochmal an den Punkt zurückzukommen? Was glauben Sie denn, was noch fehlt? Ja, kann ich nicht genau sagen. Ihr Trainer Ronnie Shields hat ja viel Vertrauen in Sie. Haben Sie irgendwann mal während des Trainingscamps gedacht, irgendwie, dass Sie da Probleme haben könnten? Nein, hatte ich nicht. Für mich war völlig klar, dass ich das schaffen kann. Und auch unserem Trainer mit Ronnie Shields haben wir da sehr gut gearbeitet. Aber es hat halt nicht gereicht. Also Evander Holyfield will weitermachen.